Jo, dann starten wir nochmal neu. Ich denke nicht, also stopp, ich sollte nicht so negativ rangehen. Aber ganz objektiv gesehen denke ich nicht, dass wir so weit kommen wie das letzte Mal. Ja, gut, was haben wir hier? Sind wir irgendwo relativ nah dran? Das sind 20 Fuß, sollte ich mal machen. Also wenn es sich irgendwie mit reinfädeln lässt, was sehr unwahrscheinlich ist, versuche ich nochmal 11 Essen abzubauen. Gott, ich bin gespannt, was die neue Klasse da macht. So, dann schauen wir doch mal. So. Das ist sehr gut, weil dann kann ich das reparieren und gleichzeitig auch die Hülle hoch reparieren. Das da ist noch viel besser, weil es zwei Schadenspunkte sind, die wir wegreparieren können und weil es in der botanischen Abteilung ist. Das heißt, wir können auch gleich das Essen abbauen. Sowohl für das Achievement für die neue Klasse, als auch das Essen haben. Was ja doch recht schön ist. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Reihenfolge machen wir was. Also, ich hätte eigentlich ganz gerne den... den Mechaniker gerne hier zum Reparieren. Dann aktiviere ich den Captain, um den beiden jeweils einen Würfel zu geben und hier weiter Schaden zu reparieren. Und als letztes den Doc, um Schaden zu reparieren, eventuell noch Essen abzubauen und zu heilen, weil die beide angeschlagen sind. Und du machst das da hinten alleine. Mit 3 Würfeln. Also ich denke nicht, dass ich es hinbekomme, dass wir hier das Shift-Boost-Ding bekommen. Aber wenn beide Dinge repariert sind, kriegen wir diese Runde eh keinen Schaden. Das sollte okay sein. So, was haben wir unten bei der Forschung? Wir haben einen Würfel bei einem Charakter, das ist schon mal super. Wir haben 3x Heilung bei einem Charakter, das ist auch super. Und Prevent Void, das geht so. Und ich überlege ganz kurz, ob ich den einen Schadenspunkt vielleicht doch riskiere und die Spezialistin von vornherein damit reinschicke, damit sie auch einen Bonuswürfel bekommt. Und geheilt wird. Ja, also ich tausche jetzt einen Schaden an der Schiffshülle gegen einen Heilpunkt und einen Würfel bei der Spezialistin. Weil ich denke, das ist bei ihr besser aufgehoben als der eine Schadenspunkt da. Okay, also Spezialistin hin, dann Mechaniker hin, dann Captain Würfel verteilen, Doktor heilen und ins Zwischendrin irgendwie Essen bekommen. Also du dahin deploy. Würfel. Und ich nehme die 2 mal hier für das Essen. Die 5 kommen da rein. Oh, sehr gut. Und die 6 kommt damit hin. Zack, das bitte reparieren. Gut. Dann der Mechanic. Du dahin. Roll. So, du kommst damit hin. Dadurch kriegen wir schon mal ein Essen. Einmal neu würfeln. Ah, doch, das ist gut für Essen. Aber eigentlich hätte ich ganz gerne hier Chip einmal hoch repariert, aber man kann halt nicht alles haben. So, dich dahin. Dich dahin. Finish. Dann sind jetzt alle da drin. Dann ist jetzt Captain dran mit Neuwürfeln. Also mit. Oh, du hast nur einen Würfel. Puh. Ja. Bitte eine 5 plus. Nein, Stasis. So viel schon mal dazu. Das ist doof. Das heißt, die 3 wandert da rein. Und Doc, du musst jetzt zu Ende reparieren und alle heilen. Gott, du kommst schon mal dahin. Alle werden geheilt. Die... Ja, die 4 kommt dahin, die 2 kommt dahin und die 1 kommt runter zur Forschung. Okay. Ein Schaden an der Hülle ist vertretbar. So, no movement damage, dafür ein Schaden. Für die beiden nur. Das wäre eigentlich okay. Oder plus ein Würfel für alle. Und dafür minus 1 HP. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 3x Essen.
Das heißt, ich kann Gerugon, Tirik und Shodan jeweils Essen geben. Da sind sie beide auf, alle drei auf Cap. Und nur Myrim fehlt noch ein Würfel. Also das wäre okay. Movement Damage brauche ich aber nicht unbedingt, weil momentan sind auch nicht so viele Schäden da, dass das Bewegen wirklich so schmerzhaft wäre. Also ich glaube, ich nehme dann... Ich nehme doch das. Und die kriegt nur der Captain was zu essen. Jo. So, Essen. Captain. Wir müssen unbedingt heilen, die beiden da. Und vielleicht kriege ich den Captain ja noch einen Raum mit den anderen drei, damit die hier auch ihren Würfel bekommen. So, was kommt Neues dazu? Machbar. Alles machbar. Erstmal nehme ich allerdings den Captain jetzt. Okay, Plan. Captain wird hier drin aktiviert, damit die jeweils ihren extra Würfel bekommen. Und die restlichen Würfelwürfel von ihm benutzt er, um hoffentlich nochmal Essen zu bekommen. Nicht, weil wir es jetzt brauchen, aber wir werden es später brauchen, spätestens irgendwo hier. Weil ich will nicht schon wieder kannibalisieren müssen, wegen, ne, Stress. Okay, also er macht das da, macht Essen und hoffentlich plus 1 Würfel. Dann... Da schon wieder Sys-Fail. Da wäre Höhlenschaden. Wenn du von hier nach da gehst... ich hätte es vorhin doch nehmen sollen, ne? Ja, dann geht er hier rüber, repariert das. Dann weiß ich noch nicht. Dann geht Doc hinterher. Eigentlich müssten die beiden hier drin aktiviert werden, damit alle vier sowohl ein HP bekommen als auch den Würfel. Dann bleiben aber nur die beiden hier, um die 14 Schaden zu machen, was aber machbar sein sollte. Ich glaube, das riskiere ich erstmal. Also Captain aktivieren für extra Würfel, Doktor aktivieren für HP und danach gehen die beiden weiter reparieren das. Und er wirft hoffentlich eine 5, damit wir hier einen hochbekommen. Ist denn an der Hülle nicht ganz so gut, aber in den nächsten Zügen versuche ich dann mich in die Richtung vorzuarbeiten, um das dahin zu reparieren. Oder ich schicke halt einfach irgendeinen komplett durch. Das ist dann halt ein HP Schaden, aber was soll's. Ja, also dich. Da rein. Deploy. Würfel. So, die 6 nehme ich für das hier. Und die 5 nehme ich hier. Zack, zack. Nochmal würfeln. Noch eine 5. Sehr schön. Und die 6 wandert da runter. So, jetzt hatte ich schon mal einen, dem ich einen Bonuswürfel geben kann. Das ist sehr gut. Oh, warte, den Doc kann ich jetzt hier gar nicht nutzen. Weil Doc hätte jetzt 5 Würfel frei und hat hier nichts zu tun. Das wäre ein bisschen schade. Oder ich mache alles für die Forschung mit dem Doc. Also ich aktiviere den Doc. Lasse ich hier drin würfeln, um eine 5 plus zu machen, um alle zu heilen. Dann verbrauche ich 3 Forschungspunkte, um sie nochmal um 3 Punkte zu heilen, damit sie voll ist. Und die restlichen Würfelwürfe von ihr, weil da ja ein paar übrig bleiben, denke ich, nutze ich dann, um die Forschungsdinger wieder aufzufüllen. Und dann gehen die beiden weiter nach da drüben. Ja. Also ich fokussiere mich jetzt eher darauf, gerade die Crew hochzuheilen und den Würfel zu geben, anstatt das Schiff zu reparieren. Könnte eine schlechte Taktik sein, aber ich riskiere es mal so. Nicht du. Du. Deploy. So, Würfel. So, 5 da. Alle werden geheilt. Dann... Nimm mal die 5. Und die 3. Und gib dir mal noch einen Würfel. Ja. Und dann kriegst du noch... Oh, das ist super. Prevent Injury, sehr gut, weil wir hatten schon öfters Räume, wo dann, ne, zig Schaden reinkam. Jetzt kriegst du noch den hier. Dann bist du geheilt. Und du kommst da rein. Sehr gut. Jetzt musst nur noch du hier rüber.
und die Spezialistin hilft dann eventuell aus. Wobei, ich glaube, ich mache es andersrum. Ich schicke die Spezialistin hier hin, die versucht zu reparieren. Und wenn sie das schafft, dann schicke ich Tirik einfach da hinten hin. Weil auf dem Weg nach hinten kriegt man einen Schadenspunkt. Und Tirik kann den einen Schadenspunkt eher wegstecken als Shodan. Also du dahin. Oh, und ich kann hier auch nur Movement Damage machen. Damit Tirik nach hinten kommt. Allerdings haben wir zwei Stasis-Dinger. Das ist ein bisschen doof. Ja, nee. Mach so, so, so. Schick dich dahin. Mach die Forschung hier schon mal, damit wir das nächste freischalten können. Hier. Plus zwei Assists, ist nicht schlecht. So, Trick. Du gehst nach da, verlierst ein HP, reparierst das da hinten und mit eventuell noch etwas Glück. Oh, da ist auch ein Injury bei. Nee. Mit eventuell etwas Glück kannst du auch noch den Raumbonus mitnehmen, der dafür sorgt, dass wir hier die Schiffhülle mit Schnur bekommen. Ploy. So, keine 4 oder 2. Ernsthaft? Ja. Gut. So viel dazu, würde ich sagen. Das, ja, hätte schlimmer laufen können, wenn auch noch Injuries dazu gekommen wären, aber war trotzdem nicht besonders viel Glück bei dem Würfelwurf. So, kein Schaden. Nur ein System-Fail, was ich nicht weiß, was es macht. So, was haben wir da? Minus 30% Stress für euch beiden. Oder zwei Schiffsschaden. Nee, zwei Schiffsschaden nehme ich auf keinen Fall. Minus 30% Stress für euch. Das ist super. Gerade bei Tirik, weil Tirik da ja durchs Feuer durchhechten musste mit seiner Kampfaxt und allem. Das hat ihn schon ein bisschen gestresst. So. Und Essen. Brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Aber ich denke, ich gebe doch welche weg, weil dann haben wir mehr Sachen, um die jetzt reinkommenden Schäden zu reparieren. Ist ein wenig Verschwendung, aber das ist okay. Und es war eine gute Entscheidung, weil wir haben sehr viel zum Reparieren. Du da hinten fängst sofort an. Das mit dem Schaden könnte gefährlich werden. Ja. Ich glaube, ich mache das so. Ich schicke den Captain hier hin. Wie viel Schaden kriegen wir nach hinten gehen? 2, ja. Ich schicke den Captain hier hin. Der repariert alleine das Ding. Danach schicke ich den Doc. Danach schicke ich die Spezialistin nach da hinten, repariere mit der Spezialistin und Tirik zusammen das da hinten. Und kriege hoffentlich jetzt endlich mal den Schiffsbonus da. Und danach schicke ich den Dog ebenfalls da hinten hin, um die beiden noch zu heilen. Nee. Nee. Ich kann auch hier direkt im Raum heilen mit einem Würfel. Das heißt, Gerugon repariert das da. Shodan repariert das da. Du fängst an, das da hinten zu reparieren und Myrum kommt hinterher, hilft beim Reparieren und heilt hoffentlich Tirik, weil der wird bestimmt eine 1 würfeln. Ja, okay. Gerugon vor. Oder was überspringen? Nee. Okay, Gerugon da. Könntest dir einen Würfelwurf dazu geben. Mach erstmal hier den. 3 ist festgefahren. Ja, gib dir einen Würfel. Und repariert das zu Ende. Und mach einen Forschungspunkt. Okay. Dann die Spitz. Oh, warte. Sys-Fail konnte bedeuten, dass nächste Runde ein System mehr beschädigt wird. Also wäre das richtig wichtig zu reparieren. Ist das hier irgendwo in der Beschreibung drin? Nee. Mouse over? Nee. Na gut.
Also Plan war Spezialistin hierhin, mit der Spezialistin das zu reparieren und dann Mürrum und Tyrik da hinten, richtig? Richtig. Okay, du... Go.